Ich habe letztens einen Kommentar gelesen unter einem meiner Videos und da stand drin, ich würde ein Aquarium immer mit Amano-Garnelen und Otto-Zinklos-Welsen anfangen. Heute zeige ich dir mal, mit welchen Tieren ich angefangen habe. Heute ziehen die ersten Tiere ein in das erste Aquarium, beziehungsweise zuerst in den vorderen Teil von dem Doppelbecken, denn das Wasser ist bereits eingelaufen, das sind jetzt 24 Tage nach Start, dürfen die ersten Tiere rein, es wird sich erstmal nur auf Garnelen und Schnecken beschränken, aber wie versprochen gibt es heute das Update von den ersten Tieren. Freut euch natürlich auf die nächsten zwei Videos, weil da wird es dann auch um die ersten Fische gehen. Also dranbleiben und ich würde sagen, jetzt dürfen die Tiere rein und jetzt seht ihr auch, wie das Aquarium nach 24 Tagen aussieht. Also wie schon gesagt, ziehen heute meine Amano-Garnelen, Rennschnecken, Geweihschnecken und auch die Zwerggarnelen ziehen heute alle in das Aquarium ein. Das ist das 150 Liter Becken, was vorne ansteht, beziehungsweise das kleinere von den beiden Becken. Und hier seht ihr, wie sie alle noch im Beutel verharren, während sie halt diesen Temperaturabgleich machen. Denkt immer dran, bevor ihr Tiere einsetzt, diesen Temperaturangleich machen. Niemals Tiere einfach so ins Wasser kippen. Im Hintergrund läuft noch ein Sprudelstein. Den habe ich laufen, weil ich die letzten Tage echt viel CO2 zugegeben habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht das richtige Mittelmaß von CO2 gefunden. Ich habe das täglich ein bisschen weiter runtergeschraubt. Es waren ja noch keine Tiere drin. Aber jetzt, wo Tiere reinkommen, läuft seit einem Tag dieser Sprudelstein. Während hier die Tiere also noch im Beutel sind und den Temperaturangleich machen, das ist übrigens nicht der einzige Beutel, den wir da heute reingesetzt haben. Das war die erste Ladung, die ich aus dem Übergangsbecken rausgefischt habe. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich habe nicht alle Tiere auf einmal rausfischen können. Denn ich wollte das Layout nicht komplett rausnehmen. Das sollte noch ein paar Tage so weiterlaufen. Und die haben sich teilweise so gut versteckt, dass ich immer nur nach und nach ein paar Tiere erwischt habe. Das heißt, heute ging eine ganze Ladung rüber ins neue Becken. Und die anderen Tiere habe ich dann nach und nach jeweils auch die nächsten Tage rübergesetzt. Ihr werdet sehen, was nach 24 Tagen alles so passiert ist, wie das Becken jetzt aussieht, was für Algen angesetzt sind, wie sich die Pflanzen so entwickelt haben in der Zeit, wo sie den Temperaturangleich macht. Schauen wir uns das Becken jetzt nochmal schnell an. Am Hardscape, gerade besonders an den Lavasteinen, konnte man ganz, ganz krass die Algen sehen. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was angehaftet und drauf gewachsen. Ihr seht hier auch schon eine Schnecke drauf. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was das für eine ist. Ich weiß auf jeden Fall, wie Blasenschnecken aussehen und die Posthornschnecken sind, glaube ich, orange. Ich weiß nicht genau, was das für eine ist. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal rein. Das ist auf jeden Fall eine Schnecke, die ich nicht reingesetzt habe und daneben seht ihr noch eine ganz kleine gelbe Schnecke. Das heißt, mit den Pflanzen sind auch ein paar Schnecken mit reingekommen nach 24 Tagen. Alles kein Problem, lasst sie drin leben, aber ihr seht, dass der Lavastein schon ordentlich Algen angesetzt hat und das Ganze zieht sich auch weiter durch den Rest des Beckens. Gerade auch an der Lilaopsis brasiliensis, ihr seht, dass wie krass dort Algen angehaftet sind. Also es ist nun mal eine langsam wachsende Pflanze und an den Pflanzen wachsen halt echt gerne die Algen zuerst. Das ist jetzt, glaube ich, eine Rotalge, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe zwar nicht unter Alkohol getestet, ob sie sich rötlich färbt, aber das wird wahrscheinlich eine Rotalge sein. Wenn ich mich da täusche, wie gesagt, in diesem Video seid ihr ein bisschen gefragt, könnt ihr mir gerne schreiben, was das alles war. Da unten seht ihr eine kleine orangene Posthornschnecke. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine ist. Wie gesagt, die ganzen Schnecken, die jetzt schon drin sind, habe ich alle nicht reingesetzt. Die kamen halt durch die Pflanzen mit rein. Denn ihr habt ja gesehen im vorherigen Video, beziehungsweise im Bepflanzungsvideo, dass ich auch einen Topf mit Wallisneria und einen Topf mit der Hygrophila mit reingesetzt habe, wo halt, ja, wahrscheinlich schon Schneckeneier dran waren und das war mir auch nicht so wichtig. Die dürften da ruhig rein, lass sie doch ein bisschen fressen und ist alles in Ordnung. Die gehen ja nachher automatisch zurück, wenn die Nährstoffe auch zurückgehen. Den Sprudelstein, den habe ich noch reingesetzt, das war aber nur übergangsweise. Ich wollte einfach das CO2 wieder ein bisschen rauskriegen, jetzt wo die Tiere reinkommen und am nächsten Tag habe ich dann das CO2 etwas weniger eingestellt, so dass trotzdem noch CO2 für die Pflanzen da ist, aber ein bisschen weniger, um die Tiere nicht so zu stressen. Und ich denke, da habe ich einen ganz guten Kompromiss gefunden. Hier sieht man die kleine Kryptokurine, die ich aus dem In-vitro-Topf da gepflanzt habe. Die sieht einfach so winzig aus. Wenn ihr eine Kryptokurine aus einem In-vitro-Topf pflanzt, das sieht so mickrig aus. Die ist auch bis heute nicht so arg gewachsen. Also das war tatsächlich, kann ich schon sagen, ein kleiner Fehlkauf, weil eine Kryptokurine einfach so langsam wächst und da hätte ich vielleicht doch schon eine ausgewachsene aus dem Topf nehmen sollen. Aber gut, habe ich nicht dran gedacht.
Jetzt wächst sie halt langsam, die ist halt noch echt klein und ist in Ordnung. War in vitro, konnte ich ein paar Teile zerteilen und hatte damit tatsächlich ein paar mehr, die ich an verschiedene Stellen setzen konnte. Dauert jetzt bloß ein bisschen länger. Ansonsten finde ich, dass der Rest schon ganz gut gewachsen ist. Gerade die Lilaopsis brasiliensis ist schon ganz gut gewachsen, finde ich. Dafür, dass sie langsam wächst, ist sie doch schon ganz gut gewachsen. Hier seht ihr den garnelensicheren Filter. Den habe ich mir extra noch besorgt, diesen Auffangkorb oder diesen Ansaugkorb. Den habe ich einfach nur über das Rohr rübergestülpt mit so einem Gummipropfen und das war's. Den Ausströmer, den habe ich jetzt inzwischen schon geändert. Das seht ihr in den nächsten Videos. So langsam habe ich auch das Gefühl, dass die Schnecken jetzt raus wollen. Und ihr seht hier, wie die Tüte im Wasser schwimmt. Ich glaube, die Schnecken wollten zu dem Zeitpunkt so langsam raus. Und ihr werdet gleich sehen, eine der Schnecken ist tatsächlich, glaube ich, von alleine rausgekrabbelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch mit drauf habe auf dem Film. Aber eine ist da, glaube ich, sogar direkt rausgekrabbelt und unten runtergefallen. Das war also der Anblick vom gesamten Becken. Also ihr seht, das hintere war zu dem Zeitpunkt auch schon befüllt. Wie gesagt, das war ja 3 Wochen zeitversetzt, die Befüllung der beiden Becken. Und das vordere ist sozusagen jetzt 24 Tage im Betrieb und das hintere müsste dann 8-9 Tage im Betrieb sein. Ihr seht im hinteren auch noch nicht viele Algen, also das ist gerade ziemlich frisch bepflanzt. Rechts seht ihr, den Heizstab, der da im Becken hängt. Inzwischen habe ich dort auch schon eine andere Lösung. Das heißt, optisch hat mir das natürlich nicht so gut gefallen, dass da ein Heizstab rumhängt. Das war aber jetzt vorerst meine Lösung, weil ich einfach noch genug Heizstäbe liegen hatte und ich wollte endlich anfangen, die Tiere rüberzusetzen. Den Zwerggarnelen wäre das jetzt egal gewesen, wie warm das Wasser gewesen wäre, aber gerade die Amanus und die Rennschnecken, die mögen es doch ein bisschen wärmer. Da sollte man nicht unter 24 Grad gehen und dementsprechend habe ich das Wasser vorher ein bisschen aufgeheizt. Und da tut jetzt der Heizstab seine Zwecke. Ihr seht hier, ich habe einfach die Tüte langsam gesenkt und habe das Ganze dann mit dem Aquariumwasser gefüllt. Wie gesagt, Temperatur habe ich so in etwa eine halbe Stunde angeglichen. Und ja, dann habe ich das Ganze auch so schwimmen lassen und habe dann gewartet, bis die Tiere von alleine aus der Tüte kommen. Das heißt, ich habe die nicht irgendwie ausgekippt oder so, sondern ich habe die Tüte dann so gelassen und habe dann gewartet, bis sie raushüpfen. Die erste Garnele ist schon rausgehüpft. Und die zweite krabbelt hier auch schon direkt raus. Bloß mit den Schnecken hat es natürlich ein bisschen gedauert. Aber die eine Schnecke, ihr werdet es gleich sehen, ist auch direkt rausgekrabbelt und direkt an die Scheibe rüber. Das werdet ihr gleich im nächsten Clip sehen. Und was haben die Amanus als allererstes gemacht? Genau, sie haben sich auf das Hardscape gesetzt und angefangen, Algen zu fressen. Ja, genau das, was sie eigentlich immer machen. Ihr seht, hier fliegt sie ein bisschen durch die Gegend und flitzt und ich glaube, sie freuen sich schon, dass sie wieder ordentlich Platz haben. Im Übergangsbecken war ja echt nicht so viel Platz. Hier hat sie sich direkt an den CO2-Ausströmer gesetzt und nun wird erstmal das ganze Becken begutachtet. Ein bisschen verwirrt waren die Tiere am Anfang wirklich schon noch, aber die haben sich tatsächlich relativ schnell zurechtgefunden und haben sich dann auch ganz schnell auf die Algen gestürzt. Gerade die Amanus waren ja da sozusagen im Paradies. Es gab da so viele Algen zu verputzen und damit haben sie auch direkt angefangen. Die Strömung hat ihnen nicht so viel ausgemacht, die haben sich einfach festgehalten und los ging's mit der Algendelikatesse. Und da fangen auch an, die Schnecken rauszukrabbeln. Und ihr seht, da unten hängen sogar 2 Geweihschnecken aneinander, die dann einfach zusammen rausgekrabbelt sind. Beziehungsweise die eine ist gekrabbelt und auf ihr hing einfach noch eine 2. Geweihschnecke. Ich glaube, die sind tatsächlich gleich einfach zusammen runtergefallen. Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Als die Tüte dann der Scheibe näher kam, hat sie dann direkt die Gelegenheit genutzt und ist aber zack rübergesprungen an die Scheibe direkt. Das hatte ich fast nicht mitbekommen. Ich habe nur einmal kurz weggeguckt mit der Kamera und zack, da war sie an der Scheibe schon dran. Da hat sie mit den Fühlern getastet, da ist was zum Festhalten und zack, direkt an die Scheibe rüber. Fand ich mega, mega cool. Im Hintergrund seht ihr, dass die anderen beiden Schnecken sich auch getrennt haben. Zack! Und hatte ich doch richtig in Erinnerung. Sie ist runtergefallen, aber die andere nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die andere runtergekommen ist. Hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Ich musste die unten sogar nicht mal umdrehen, weil sie lag schon richtig rum. Meistens fallen sie ja falsch rum nach unten. Da unten seht ihr, die runtergefallen ist, ist dann direkt unten auf dem Sand weitergeschneckt. Und
ja, die haben dann ihr neues Zuhause so ein bisschen begutachtet. Ich habe dann halt noch eine Weile gewartet, bis dann alle Schnecken und alle Garnelen raus waren aus der Tüte, beziehungsweise ich glaube, die letzten zwei Schnecken musste ich mit der Hand rausnehmen, weil sie irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht raus wollten oder die Öffnung nicht gefunden haben, aber denen habe ich dann noch geholfen. Wenn du das ganze Projekt hier gut findest und das weiter verfolgen möchtest, dann abonniere diesen Kanal am besten jetzt oder vielleicht auch nach dem Video, denn dann siehst du auch die nächsten Videos, beziehungsweise dann werden dir auch meine nächsten Videos, die ich zukünftig hochlade, auch angezeigt in deiner YouTube-App oder auf deiner Internetseite. Und dann kannst du alles verfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und welche Tiere wir als nächstes einsetzen, siehst du dann auch in den kommenden Videos. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt gerne einmal das Wort Schnecke in die Kommentare. Bin gespannt, was daraus wieder für Satzbildungen entstehen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, euer Nico.